ihren Kunden etwas zu verheimlichen. Sie haben einen Weg gefunden, kleine Teile rohen Fleisches zu großen Stücken zusammenzufügen. Die Expertenmeinung zu diesem Verfahren? Eindeutig. Es muss dafür gesorgt werden, dass derartige Produkte so gekennzeichnet werden, dass der Verbraucher wieder seine Möglichkeit hat, auszuwählen zwischen einem gewachsenen Stück Schinken und einem Fleischerzeugnis, was aus mehreren Teilen zusammengefügt ist. Diese Wahlmöglichkeit muss der Verbraucher haben. Zusammengefügter Rohschinken. Und was die Verbraucher davon halten? Das ist fürchterlich, das mit dem Klebefleisch. Ich finde es entsetzlich, wie die Menschheit eigentlich irregeführt wird. Auf jeden Fall muss das aufgeklärt werden. Ich bin erschrocken und ich muss wirklich sagen, dass es so etwas überhaupt gibt. Das war mir wirklich vollkommen fremd. Ich denke mal, da müsste doch ein bisschen mehr drauf geachtet werden, dass wir Verbraucher ein bisschen bessere Qualität bekommen. Der von Markt enthüllte Fleischskandal, ein herausragendes Thema auch in anderen Medien. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über den geklebten Schinken. Ebenso wie weitere große Blätter. Der Klebeschinken, die geleimten Verbraucher und die Empörung darüber. Auch die Politik reagiert auf den Marktbeitrag. Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner spricht von einem Armutszeugnis für die Wirtschaft und von Verbrauchertäuschung. Zusammengefügtes Fleisch. Die Rohschinkenhersteller haben jetzt ein Geheimnis weniger. Tja, und beim Markt ist wenigstens